In der unmittelbaren Nachbarschaft zum Neubauprojekt Schützenhof will Jena Wohnen zukünftig neue Wohnflächen schaffen. Dafür soll das Punkthochhaus in der Schützenhofstraße komplett saniert werden. Die rund 2500 Quadratmeter Wohnfläche erstrecken sich über insgesamt 11 Etagen. Im Zuge der Entkernungsarbeiten wurde festgestellt, dass das Gebäude mit Hanglage und Fernblick die ein oder andere Überraschung bereithält. Ich war fasziniert, als ich hier das erste Mal ins Gebäude kam und einige Wohnungen entkernt wurden, um den Bestand ein bisschen anzugucken in Vorbereitung der Planung und der Maßnahme, dass es sich hier um einen Ziegelbau handelt. Also das ist eher unüblich, ne? 11 Geschosse wirklich in Ziegeln zu mauern. Das ist eine spannende Aufgabe, zumal da auch statische Herausforderungen dran hängen. Wir haben ja aktuell die Entkernung hier durchgeführt, auch den Estrich ausgebaut, bauen also eine ganze Menge neu hier wieder ein. Und jedes Bauvorhaben ist ein Abenteuer und ich warte auch schon ganz gespannt drauf, wie es dann zum Schluss aussieht. Viele der 80 Wohnungen waren mit knapp 28 Quadratmetern dem aktuellen Bedarf nicht mehr angemessen, sodass aus ihnen jetzt 31 neue Wohnformen im Bestand als 2-, 3- und 4-Raumwohnungen geschaffen werden. Mithilfe des Weimarer Architekturbüros Nitschke und Kollegen wurden dafür Ideen gesammelt und Pläne entworfen. Im Dachgeschoss soll eine Penthouse-Wohnung mit Fernsicht über Jena und Umgebung entstehen. Der Eingangsbereich wird vergrößert und auf die Südseite des Gebäudes verlegt, um so im Rahmen des Thüringer Barrierereduzierungsprogrammes ein barrierefreies Wohnen zu ermöglichen. Einige vorbereitende Arbeiten am Ziegelhochhaus wurden bereits abgeschlossen. Wir haben hier das Gebäude entkernt, wie wir so schön sagen, der sogenannte nicht konstruktive Abbruch. Das heißt, alles, was nicht trägt, an Wänden und Deckenbelägen, Wandbelägen, Fußbodenbelägen haben wir jetzt hier komplett abgerissen, haben das Gebäude auch nochmal dann dadurch konkreter untersuchen können, was ist jetzt hier tatsächlich verbaut worden, um dann demnächst, sprich Mitte Juli, hier mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Im nächsten Schritt wird das Bauprojekt an Firmen für die haustechnischen Gewerke sowie einen Generalunternehmer übergeben. Dafür wurden im Vorfeld verschiedene Firmen aufgefordert, ihre Angebote abzugeben. Derzeit laufen die Verhandlungen. Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an dem 1960 erbauten Ziegelhochhaus sollen im Herbst 2020 abgeschlossen werden.